Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Aqua. Und letzte Folge haben wir hier angefangen, erstmal uns eine Basis zu bauen. So ein klein bisschen halt so hier, ne? Häuschen, Bettchen, Kistchen, Werkbank und Ofen, genau. Die Standardausführung. Hier machen wir gerade Kohle. Werkzeugtechnisch sind wir noch nicht so ganz auf der Höhe. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Bäume pflanzen, ja. Erst rausreißen und dann pflanzen müssen. Und dann werden wir gleich eine kleine Erkundungstour machen, in der Gegend mal ein bisschen rumlaufen. Weil tatsächlich weiter als bis zu dieser Kante hier war ich vorher auch noch nicht gelaufen. Das heißt, ich weiß tatsächlich gar nicht, was man hier alles noch finden könnte. Wenn man was finden sollte. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz spannend, mal ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Ich meine, in die Richtung ist ja erstmal zu sehen gar nichts. Da ist Wasser. Aber dahinten ist ja durchaus was zu finden. So, wie das der Anblick hier vermittelt. Und ich weiß jetzt nicht, was wir am besten nehmen. Also zum Essen würde ich jetzt tatsächlich Seetang empfehlen, weil, keine Ahnung, was anderes haben wir gerade nicht. Deswegen werde ich jetzt hier mal ganz frech den Seetang hier ernten. So. Immer noch ein bisschen hier, da. Ach, hier schwimmt noch ganz viel rum, wunderbar. Ach ja, stimmt, wir können ja schwimmen. Ach, ich vergesse es immer. Es ist so ungewohnt, in Minecraft schwimmen zu können. Das ist so cool. Vor allem, das bringt ja überhaupt nichts. Das ist ja viel zu. Das bringt ja gar nichts, das Zeug. Das ist ja gar kein. Hat ja gar keinen Nahrungswert. Ha. Nicht gut. Ja, das klappt wieder mal wunderbar hier, ne? Fackeln auf jeden Fall. Noch ein paar neue bauen auf jeden Fall. Sonst wird es mir hier schnell zu dunkel. Das muss ja auch nicht sein. So, Offhand, perfekt. Haben wir hier noch was zum Absammeln? Ne, noch zum Pflanzen, okay. Ja, ich weiß nicht, wir würden einfach sagen, wir laufen jetzt mal eine Runde los durch den Block. Nachdem wir uns noch ein bisschen mehr Essen mitgenommen haben natürlich, weil, klar. Sonst haben wir nichts zum Essen, das ist natürlich auch blöd. Hier sind auch gar keine Fische, ne? Hier sind auch gar keine Tiere, hier ist gar nichts irgendwie, was lebt ist, was man irgendwie dann essen könnte. Ah, ein Apfel. Geil. Ein Äpfel. Genau, ein Äpfel. Schön einmal die Mehrzahl. Und der Ofen ist so lahm, ey. Gott, ich bin dran gewöhnt in Sky Factor, dass die Öfen was rein tust und sofort rauskommen. Oh, da hinten schwimmen Delfine, die springen da rum. Cool. Ich mag die. Das ist voll toll. So. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal um die Ecke zu gehen. Ach, jetzt habe ich neue Rezepte, weil ich jetzt 9 Stück davon habe, dass ich mir einen Block bauen könnte. Schön. Gut zu wissen. Hier ist erstmal nur eins. Holz. Wir könnten mal zu dem Dorf da hinten hinlaufen. Und mal da uns ein paar Nutzpflanzen noch besorgen. Da sind ganz viele Kühe, das ist gut. Das heißt, wir haben zumindest schon mal was zu essen in der Nähe. Also wir können hier Kühe anbauen, wollte ich gerade schon sagen. Das da hinten sieht im Endeffekt aus wie eine richtig krasse Küste oder mit einer Wüste irgendwie schon. Wäre auch cool, dann haben wir einen Tempel, den man dann plündern kann. Ja, hier könnten wir jetzt durchschwimmen, aber ich glaube, ich nehme den Weg außenrum. Weil, warum eigentlich nicht? Ah ne, wir können ja schwimmen. Ah, ja. Okay, über Wasser schwimmen sieht immer noch genauso lächerlich aus wie vorher. Gut zu wissen, ich dachte, das wäre auch geändert worden. Hier sind Kiefern, die könnten wir auch mitnehmen. Dann hätten wir einen neuen Baum. Ich habe einen Zombie gehört. Ich dachte, ich habe einen Zombie gehört. Egal. Kommt ein Zombie so, bra, batsch. Julian ist weg. So, wo war denn hier das Dorf? Der war doch irgendwo ein Dorf in der Ecke. Habe ich doch gesehen. Da vorne ist doch was. Okay, meine vermeintliche Wüste ist einfach nur eine Insel. Und dieses ganze Dorf ist einfach auf dem Wasser. Okay, Delfinfreude hier. Ah, Delfine. So, hier haben wir Weizen, was man nicht abbauen kann, weil nichts da ist zum Abbauen. Kollege, wär's mit dem Deal? Ich mache dir hier den Weg frei. Was auch, ich baue hier dein Haus zu, damit da kein Zombie reinkommen kann. Und als Deal dafür bekomme ich dann deine ganzen Bücher. Wäre doch was. Oder? Okay, ich mache euch eure Bücherei wieder heile. Dafür klaue ich euch alle Bücher, die ihr habt. Haha, ich bin richtig ein Gangster. So, haben wir hier auch mal erfolgreich das Land angeschlossen. Ich möchte mich mit dem Dorf wohl noch nicht gut halten, ne? Ich möchte die ja noch öfter plündern. Oh.
Die Tür war wohl richtig. Diese, hä? What the fuck? Die Tür war einfach da und jetzt ist sie weg. Jetzt ist das ganze Haus ganz komplett offen. Ja gut, jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht, auch gut. Egal, Bücher nehme ich trotzdem mit, ne? Wer es findet, das behalten, ne? Alte Regel. So. Bücher wurden erfolgreich an mich gerissen. Was gibt's noch zu finden? Das sieht mir alles nur noch Weizen aus. Warum haben die nur Weizen? Ah, hier sind Karotten. Ah, hier sind Kartoffeln. Auch gut. Ich glaube, zwei Kartoffeln reichen erstmal zum Mitnehmen. Natürlich die ganzen Delfine hier fiepen, ne? Ist auch voll toll. Aber dass die so laut sind hier. Warum habt ihr nur Kartoffeln hier? Ich will auch noch ein paar Sachen haben hier. Kartoffeln, Kartoffeln. Hier sind rote Beete. Okay. Kartoffeln. Und es wird Nacht. Das ist nicht gut. Was leuchtet denn da unten? Das sind die Seegurken. Oh, das sind die Seegurken. Das war mit mir. Ich weiß zwar nicht, was man mit denen anfangen kann, aber... Man kommt mit denen... Kann man mit denen überhaupt was anfangen? Ich weiß es gar nicht. Ah, nicht ertrinken. Ja, toll. Es ist Nacht und ich hänge jetzt hier in der Ecke fest. Super. Kann ja Kartoffeln fressen. Lecker. Dass die Kackdorfbewohner hier mal irgendwelche Fackeln irgendwo hinbauen, hallo? Soll ich hier etwa sterben? Ja, ich spring wieder ins in das Wasser rein. Ja, nein, nicht mit dem Ding. Ja, toll, von hier weg komme ich jetzt auch nicht mehr, super. Jetzt hänge ich hier fest, weil ich mich natürlich nicht durchschlagen kann. Bis zu meiner Insel da hinten, ne? Die ich von hier aus gar nicht mal sehen kann. Wir schwimmen einfach. Dank den Delfinen geht das ja relativ schnell. Aber ich habe echt Angst, dass hier Monster kommen irgendwie. Sind überhaupt angeschaltet, die Monster? So normal. Warum ist hier niemand? Das ist mysteriös. So, da hinten ist unsere Basis. Bis dahin müssen wir es jetzt schaffen. Ich meine, wir können immer eine Brücke mal irgendwo hinbauen oder irgendwo sowas ähnliches, keine Ahnung. Oder mit dem Boot einfach mal immer wieder rüberfahren. Weil es jetzt schlimm wäre, wenn jetzt solche dieses Wassermonster kommen würden, ne? Na komm, wir gucken mal einmal kurz rein. Los, tauch doch ab. Ha, sieht schon schön aus. Hat was. Aber wir müssen auftauchen. Sonst tauchen wir gleich ganz lange ab. Das wäre nicht gut, dann, blub, 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 ne? Weg ist der Julian. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Fett. Also wir brauchen auf jeden Fall Essen. Entweder Tiere oder Brot, Kartoffeln, keine Ahnung was. Essen halt. Weil sonst wird das auf Dauer hier ziemlich ungemütlich. Ich hätte schwören können, da schwimmt irgendwas hinter mir her. Hatte gerade richtig Angst, dass jetzt irgendein Monster kommt. So, also ins Bett legen, bevor ich irgendwas spawnt, ne? Noch ist nichts scheinbar hier gespawnt, deswegen sobald wir da sind, ins Bett rein und man ist am nächsten Tag ganz safe. So, wir können jetzt mal hier unser kleines Feld hier unten weiter ankultivieren. Wir pflanzen ein paar Potatoes. Lecker, lecker, lecker. Lecker gibt es hier oben eigentlich auch, da zählt das dann nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Wir machen das mal einfach hier. Guck mal, hier ist doch eine riesengroße Fläche. Nee, Moment. So. Ein Kartoffelacker. Schön. So, ah, ein Enderman, lass mal holen. Perfekt. Ja, moin. Enderperl ist da, aber wir haben natürlich nichts bekommen davon. Hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn wir jetzt da was bekommen würden. Und wir haben auch rote Beete haben wir auch noch. Wir können ja richtig viel anpflanzen. Eieiei. Wobei, kann man die überhaupt essen? Die kann man, glaube ich, auch irgendwie essen, ne? Oder? Kann man die essen? Man kann sie essen. Ja, einen halben Esspunkt, super. Ey, ich habe hier nur Sachen mitgenommen, die irgendwie gar keine Essenspunkte bringen, ne? Ich habe das Gefühl, ich habe schon lange nicht mehr Minecraft gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wir brauchen dringend mal mehr Weizen. Ich sammle Weizen und bekomme Blumen. Das ist natürlich auch wieder super, ne? Ein Schaf. Hallo Schaf. Wie geht's dir? So.
Och nö. Ah, er brennt, das Opfer. Da brennt der einfach hier. Rennt der einfach eiskalt da raus, nur um zu verbrennen. Ich hab mal gehört, Spinnen können nicht schwimmen, stimmt das? Wollen wir es ausprobieren, Spinni? Hier wächst scheinbar was. Ich glaube, wir machen das Ganze, das Feld komplett hier vorne hin. Dann verlege ich den Baum auch noch. Dann haben wir hier immer so ein schönes kleines Seengebiet hier. Da kann man ja erstmal ein bisschen mehr rumpflanzen. Bis wir uns dann hier eine richtige Pflanz-Area irgendwo zulegen. Kann man das einfach hier alles pflanzen, weil da unten an der Küste ist es auch dämlich. Wenn man da irgendwie ankommt vom Schwimmen her, dann flapscht er da schnell nicht rein. Kann man die auch essen? Nee. Aber dann kann man die Küste beleuchten. Hat doch was. Mit den Seegurken die Küste beleuchten. Warum nicht? Wenn man schon keine Seelaternen hat oder unter Wasser leuchtbare Sachen. Nein. Nehmen wir halt komischen Seegurken, die kein Mensch braucht. Haben wir noch irgendwie ein bisschen was zu futtern hier? Einen kleinen Rest auf jeden Fall. Wir hätten vielleicht mal ein paar Tiere mitnehmen sollen. So zum Essen. Aber wir machen uns mal jetzt was. Was machen wir denn? Was ist besser, Spitzhacke oder Schwert? Ich glaube Spitzhacke auf Dauer gesehen. Mal gucken, vielleicht finden wir jetzt unten noch schnell was. Ein bisschen hier meine. Weil wir könnten jetzt doch schon Diamanten abbauen, aber so tief will ich jetzt gar nicht buddeln. Mal auf allen Höhen mal ein bisschen Strip mine. Wenn wir ein bisschen was finden, weil ich meine, man kann ja nicht ewig mit Holzkohle leben. Das ist ja kein Zustand. Und dann noch ein paar mehr Öfen auf jeden Fall demnächst und noch mehr Werkzeug. Ich meine, hier ist ziemlich viel zu finden, was so Metalle angeht. Ne? Wir sehen, der Berg ist komplett voll. Vor allem der Berg, die Landschaft hier. Also selten so viel Metall gesehen. Was ist denn da? Nee, ist auch wieder Andesit. Heißt es Andesit? Andesit, ich wusste es doch. Boah, ich bin schlau hier. Ich weiß es noch. Okay, ich habe das Gefühl, auf der Höhe hier ist nichts zu finden. Lohnt sich ja irgendwie noch gar nicht hier zu buddeln. Ah, guck mal, ich hätte nur einen Block nach vorne bauen müssen, hätte ich Eisen gehabt. Was mache ich? Ich grab mich 30 Blöcke nach links. Glückwunsch dafür. Ja, ja. Wir sehen Eisen. Ein kleines bisschen. Aber immerhin Eisen. Leute, wir kommen vorwärts. Wir haben Eisen. Schon wieder. Zum zweiten Mal. So. Ich muss sagen, diese zweite Hand ist nach wie vor sehr praktisch zum Bauen. Hat mich ja schon eine Captive immer gefreut, wenn man die hat, aber so einen normalen Spiel kann man die ja gar nicht benutzen, weil auf allen möglichen Servern ja immer noch mit 1.8 ist. Gibt's ja keine zweite Hand. Ja, das war meine Hacke. Wo sind wir jetzt hier eigentlich gerade? Wir sind hier schon auf 34. Wir sind schon fast ganz unten. Können schon fast anfangen mit dem Bodenstrip-Mining. Ja. Dieser Weg nachher hochlaufen, ne? Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Das ist aber das Geilste, wenn man nach unten gräbt, ne? Du musst den ganzen Weg wieder nach oben graben. Da kann man sich schon vorher drauf freuen. Sobald du unten bist, musst du wieder nach oben. So, 24, okay. Wow. Wow. Komm, jetzt noch ein Diamanten, das wäre doch was. Einen sind Diamanten für die Diamantschaufel. Das wäre halt echt was, so ein Gag, ne? So eine Diamantschaufel, muss man sich mal machen. Ja, ist ein Dia, den man findet, macht man eine Diamantschaufel draus. Warum nicht? Weil das ist ab 16, ne? Okay, Diamantenhöhe erreicht. Diagoband gefunden, negativ. Ich meine, ich weiß gar nicht, welche die optimale Höhe zum Farmen ist. Ich glaube, da gab es irgendwie eine. Es war nicht 16, es war auch nicht die ganz unterste auf der 5. Dann bist du nämlich zu tief. Naja, hier werden wir dann nächstes Mal ein bisschen Strip minen müssen, um mal ein paar Sachen zu finden. Ich wünschte, wir würden jetzt noch einen Diamanten finden, aber ich glaube, hier ist nichts zu finden. Hier ist verdammt wenig. Egal, ich glaube, ich hüpfe mal eben noch schnell nach oben und dann beenden wir oben die Folge, weil ich meine, Tunnel beenden, das ist, geht da gar nicht. Das ist voll unterirdisches Niveau. Ich meine, jetzt hüpfen wir halt eben diese,
weiß ich nicht, 70, 60 Blöcke, wobei wir sind relativ nah am Meeresspiegel. Die 50 Blöcke, glaube ich, sind das hoch. Ich weiß gar nicht. Wie hoch ist das Meer in Minecraft? 50, ist es auf 60, glaube ich, ne? Oder war das 60? 60 war das, glaube ich. Welche Höhe hat das Meer? Das Meer hat die Höhe 60, 62, so im Dreh. Naja, dann würde ich sagen, das war's in der Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haut rein. Schöne Grüße noch von den Seegürkchen. Ich finde die Dinger toll. Na egal. Wie gesagt, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.